willkommen bei Likra. Heute mache ich ein Video, das ich schon längere Zeit nicht gemacht habe. Ja. Nicht ein Unpacking oder Unpacking? Unpacking. Unpacking-Video. Genau, ja. Yeah. Yeah. Aber ich weiß noch nicht, ja, wieder was aus China bestellt. Yeah. Billiges Klumpert, eine Videokamera. Weil für die Interviews haben wir ja festgestellt, dass wir unbedingt eine zweite gescheite Kamera brauchen. Jetzt haben wir gedacht, okay, ich habe jetzt auch kein Vermögen zur Verfügung. Also kaufen wir irgendwas Günstiges aus China. Von Wish. Natürlich, wie immer, von Wish. Und es schaut einmal recht toll aus, muss man sagen. Ja, also die Kamera kann schon was. Es ist doch so eine Vlogging-Kamera. Es ist eine richtige Vlogging-Kamera, Ultra HD mit 2,7K. Oh, warte, so soll es dann ausschauen in etwa. Mit einem Mikro oben drauf, mit einem Griff dazu gibt's. Sie soll 36 Megapixel Bilder haben, 16-fachen Zoom. Sie kann Anti-Shaking, also quasi so diese stabilisiert, aber wenn man mit der Hand ein bisschen wogelt. Und sie kann alle Arten von Licht. Ja. Sie hat ein Touchpanel, sie hat, dass man einfach auch sieht, was man filmt. Aber da tue ich auch mal auspacken. Schauen wir uns das mal an. Und wir werden dann auf jeden Fall ein bisschen Videomaterial machen, das wir reintun werden. Aha. Da ist so ein. Das sind Schutzstecker oben. Ja, genau. Das ist einmal ein Kabel zum Anschließen. Das ist einmal. Ja. Da ist das Mikrofon. Okay. Ah, das abgezeichnet. Ist ein HDMI-Kabel. Okay, das ist das Mikro-Beschreibung. Das ist die Kamera-Beschreibung. Und. Okay, die Kamera sieht es noch nicht. Ich aber schon. Ich glaube, da ist die Kamera drin. Ja, dann zeig her mal. Nein, ich mag noch nicht. Mag's noch nicht, zuerst die andere Seite. Also, es gibt eine Fernsteuerung für die Kamera. Das finde ich ganz toll, weil wenn man die auf Stativ stellt, kann man damit dann die Kamera quasi sagen und jetzt aufnehmen und jetzt Pause und so weiter. Und da gleich abschalten. Genau, abschalten kann man es auch und so weiter und so fort. Das, da zeigst du jetzt nur, dass sie live ist dann. Damit das schützt nur die Batterien, dass sie noch nicht laufen. Ja. Na, mach weiter, komm. Ich will da wieder mal schauen, was da alles drinnen ist. Ah, das ist das Stativ. Ah, das ist zum Aufklappen. Ich denke mir gerade so. Ja, das ist nicht schlecht. Das kann man so halten, kann man so halten. Da wird die Kamera angeschaut. Ja, es ist okay. Da ist zwar kaum möglich. Oh ja, man kann da seitlich Sachen draufschrauben, wie ein Mikro oder andere Sachen. Das ist nicht schlecht, ja. Zwei Akkus! Ja, super, das ist schon mal nicht schlecht. Ladegerät vielleicht auch noch für den Akku? Na sicher. Ja, das sind gleich die. Das ist eh gleich auch noch so ein Kabel. Ich bin mir nicht sicher, ob die Dinger tatsächlich. What's das ist ein Mikrostabkabel, das ist fürs Mikro. Ah. Ob die Akkus natürlich recht leistungsfähig sind von der Zeit her, werden wir sehen, aber ich bin immer so ein bisschen skeptisch bei diesen. Ah, das ist jetzt das Mikro. Ja, schaut auch cool aus, ja, nicht schlecht. Hallo, willkommen mal Likra. Ja, das kann man dann auf die Kamera drauf tun oder da nicht. Da braucht man einen Stift. Aber ja, okay. What's that? Oh, das ist für die Kamera vorne. Ein Schutz gegen seitliches Licht. Cool. Okay, alle möglichen Ringe sind da dabei. Ich glaube, die Katzen spielen schon wieder ein bisschen. Nein! Cool. Eine Katze ist gerade raufgegangen. Also, na bitte. Glaube ich zumindest. Die fühlen sich ja wohl. Ah, das kann man da draufschrauben. Schau, das kann man da draufschrauben. Mhm. Und jetzt, Kamera! Ach, richtig ist. Papa, bist du nicht auch gespannt? Ich bin sehr gespannt. Vor allem auf die Bilder bin ich gespannt. Dass sie toll ausschauen wird, davon gehe ich fast aus. Ihr könnt schon mal sehen. Ja, die sehen auch nicht viel. Ja. Oh. Das ist ein Deckel. Ah, der hängt gleich dran. Praktisch. Das ist gut, ja. Ah, und einen Griff auch gleich dazu. Mhm. Okay, jetzt muss ich nur noch finden. Aha, was kommt da rein? Ist das die Chipkarte? Nein, da gehört das rein. Das kommt da rein. Das muss man zuerst zurückschrauben, schau. Damit man das da reinschieben kann. Damit wird das Mikro nämlich gleich automatisch auch mit Strom versorgt. Ah, da ist. Und das gehört jetzt da oben angeschlossen. Okay, und das gehört irgendwo anders angeschlossen. Ja, such. Der Kamera. Sag ich wieder, cool. Da unten. Oder? Nein. Oder doch? Ich kann nur sagen. Ob das da unten rein gehört? Nein, da gehört es angeschraubt.
Und wo denn sonst? Es gibt sonst kein Loch. Nix. Schau, da gibt's noch so ein zweites Loch eben. Na schau her, das gehört einmal da unten drauf. Das gehört da so einer. Eins, zwei. Das zweite wäre eigentlich dazu da, dass man die Richtung stabilisiert, aber das tut das offensichtlich nicht ganz. Macht ja nichts, muss es auch nicht tun. So, dann machen wir eine da. So. Kamera ist montiert. Jetzt haben wir die Kamera mal fertig so montiert. Warte mal, warte, ich bin noch nicht ganz fertig. Jetzt halt das einmal. Da gibt es einen Bildschirm. Entweder ich mach so. Hallo, wo ist das aber? Wo war das? Das war. Oben drinnen, da wo wir die Karten reingesteckt haben. Okay, passt, das müssen wir aufheben. Ja. Und wir brauchen auch noch. Den Akku muss noch rein. Der Akku muss noch rein. Wo gehört der rein? Der gehört da hinten rein. Ich werde das wieder oberschrauben. Zuerst einmal. Ganz zufriedenstellend ist das nicht, weil das rutscht ziemlich wild herum. Ist da noch irgendwo ein Stift dabei oder irgendwas, der da die zweite Stabilisierung macht? Schauen, da muss man sowieso. Das kann man eh noch nicht montieren, weil der Akku kommt von unten rein und die SIM-Karten kommt auch von unten rein. Das heißt, wir werden das, ne, der Pfeil steht schon da, der zeigt das schon. Und wenn wir noch reinschauen, sehen wir, dass die drei Kontakte da vorne sind, das heißt, der Akku gehört so rein. So, was uns aber jetzt noch fehlt, ist die SIM-Karte. Na, schau, die Kamera fährt schon hoch. Aber das ist aber schnell gewesen, bist du wahnsinnig. Schau, das. Ja, jetzt brauchen wir die SIM-Karte, brauchen wir eine zweite SIM-Karte? Das weiß ich nicht. Eine zweite SIM-Karte. I don't know. You don't know. Das heißt, die zweite ist verloren gegangen? Nope. Oder haben sie die Katzen verhaut? Wahrscheinlich. Ich werde kurz hier mal ein Bild. Oh Mist, das sieht man ja gar nicht. Licht filmt sie nicht ganz gut. Hallo? So. Ich habe gerade herausgefunden, wie man näher und weiter stellt. So, seht ihr etwas? Nämlich bei dem hier oben, da kann ich so und so. Und ihr müsst mich jetzt ein bisschen sehen. Wenn ich jetzt so mache, dann filmt es näher und so weiter. Hä, meine Augen schon auf der Kamera voll blau aus. Ah, da oben liegt der Joi. Hä? Da ist der Joi. Gut. Schau her, da habe ich noch ein paar Karten. Lauter 64 GB. Die sind relativ groß. Du schau her, was ich gemacht habe. Ist dir das schon aufgefallen, was das ist? Ja, hab ich schon gesehen. Das ist die Rückseite und auf der Vorderseite sollte jetzt dann drauf sein, Frage 1, Frage 2, da setzen wir uns nachher beim nächsten Mal hin und dann Fragen aufschreiben. Ja? So, jetzt können wir es mal ausprobieren. Filmen wir mal damit. Nein, ich habe schon bemerkt, das ist voll cool. Da wird weiter und. Kannst zoomen. Ja. Schau. Passiert gerade gar nichts. Ah, jetzt. Ja, cool. Oskar. Ist gerade da oben verschwunden. Welche ist denn aufgegangen? Ruby. Ich hätte mich vorhin so von oben so runtergeschaut. So. Mhm. Komm, gib her, da muss ich mal fertig bauen. Ist die nicht schon fertig gebaut? Ja. Aha, ich kapier's nicht. Aber. Es schaut auf jeden Fall sehr professionell aus, das Ganze. Ja. Die einzige Chance ist der. Aber Karten haben wir noch nicht drinnen. Komm, gib her. Ist schon drinnen? Hast du Scheine da? Ja, sehr gut. Passt. Das Einzige, was wirklich eine Chance ist, ist, dass das nicht wirklich fest zum Anschrauben geht. Fangen wir mal auf ganze Länge hintere. Sollte ich das jetzt verstehen? Was denn? Na schau her. Die Kamera funktioniert jetzt so. Warte mal, lass mich kurz einrichten. Du kannst es damit einfach so mal filmen.
kannst du da natürlich mal rauszoomen. Ja, und wo tut man einschalten? Willkommen bei Liken. Ab und dann, da muss man das Menü noch einstellen und jetzt, wo darf man filmen? Da ist Foto. Okay. Das Foto geht sehr verzögert. Gehen wir mal schauen, wie man filmt. Ah, filmt ist da hinten, links hinten der Button. Bei deinem Daumen. Da ist was Rotes. Aufnahme-Button. Habe ich den jetzt schon gedruckt? Ja. Ich glaube, ja, der druckt schon. Dann schauen wir uns mal an, wie das Video ausschaut. So, schauen wir mal. Du musst weiter zurückgehen. Ja, jetzt bist du zu weit zurückgegangen. So, schauen wir mal. Du musst weiter zurückgehen. Ja, jetzt bist du zu weit zurückgegangen. Jetzt kommt wieder einer. Okay. Werden wir sehen, oder? Also ausschauen tut es am Monitor nicht schlecht. Am Monitor schaut so aus, als wäre das sehr scharf, das Bild. Das hat einen Autofokus scheinbar auch. Und einen leisen. Einen komplett geräuschlosen Autofokus. Die Kamera, die ist ja ein bisschen... Weil ich sehe jetzt gar keinen Fokus, weil da tut gar nichts fokussieren. Aber es ist okay. Das war jetzt quasi so ein Unpacking-Video und wir werden das mal ordentlich durchtesten und ordentlich in Betrieb nehmen. Wir werden beim Unpacking ein paar Videoszenen mitnehmen, aber ansonsten werden wir ein eigenes Video, ein Fazit auch machen müssen zu der Kamera. Ja. Nachdem wir sie ordentlich getestet haben. Das wird aber dann erst im Herbst kommen, weil das werden wir quasi im Sommer jetzt testen für die Interviews. Außer sie ist wirklich sehr auffällig gut oder sehr auffällig schlecht, dann werden wir das Fazit vorher schon machen, das Technische. Ja. Okay? Ja. Habt ihr lieb. So, gut, dann. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt bitte unten in die Kommentare, wie viel es gekostet hat. Und wenn ihr noch eine andere Idee habt und wenn ihr das Fazit schon früher wollt. Ja. Ich hoffe, ich hab schon gesagt. Da ist der Abonnierknopf oder da? Auf der Seite, ja. Auf der? Okay. Und ja, bitte auch ein Like geben. Tschüss.